Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Nexomon Extinction. Ja, meine Tochter wurde schön in den Kindergarten gebracht, so wie sich das gehört. Also mit ordentlicher Verabschiedung vom Papa. Wunderbar. Danke an oder Gruß an meine Frau. Vielen Dank. Dadurch kann ich heute Morgen ein bisschen was aufnehmen. Konnte halt heute Morgen 2-3 Folgen aufnehmen bis jetzt schon. So, und wir sind natürlich jetzt hier bei Chroma gelandet. Haben im letzten Part 2 Labyrinthlösungen gelöst. Einmal mit diesen Steinen, die wir gefunden haben. Oder mit dieser Säule oder wie auch immer. Und dann einmal mit diesem Code. Mit den Steinen sind wir allerdings hier hingekommen, zu Chroma, zu Venefelis zu kommen, scheint mir jetzt noch unklar. Es könnte sein, der hat jetzt auch viele dieser Steine an sich, sehe ich gerade, auch nochmal diese glitzernden Steine. Chroma hier, keine Ahnung, ob wir jetzt noch ein bisschen was erfahren mit der Story und ob wir jetzt auch gleich gesagt kriegen, wie vielleicht das letzte Kennwort sozusagen ist, der letzte Lösungsansatz oder... ob wir irgendwann mal an den Steinen vorbeigelaufen sind, das kann auch sehr gut sein. Das müssen wir uns mal angucken, wie es jetzt generell weitergeht. Ich bin gespannt. Oh, Chroma. Bemerkenswert. Ulsa, der Königsjäger, ist besiegt worden. Wenn man bedenkt, dass du so weit gekommen bist, du musst Elisa sehr gern haben. War es deine Pflicht oder deine wahre Freundschaft, die dich angetrieben hat, dieses Mädel zu retten? Gruppenzwang. Du hast in deinem früheren Leben auch, Elisa angegriffen, richtig? Warum bist du so besessen von ihr? Das sieht echt cool aus. Hasenfuchs-Fledermausen-Ding. Oh, mein Herz, mein Verstand. Jede Faser meines Wesens sehnt sich nach der Vernichtung dieser Hexe. Zweifellos ist dies der Wille meines Schöpfers, unseres Schöpfers. Hast du deinen Meister überhaupt schon getroffen? Habe ich nicht und werde es wahrscheinlich auch nie. Denn ich bin nicht so arrogant zu glauben, dass ich euch überleben kann, die ihr den Königsjäger selbst besiegt habt. Du könntest mit uns zusammenarbeiten, wenn wir diesen Meister finden und besiegen könnten, könntest du von seiner Kontrolle befreit werden. Verlockend, in der Tat. Aber wie gesagt, die Willenskraft meines Meisters ist zu stark. Ist so stark, dass ich nicht handeln kann, bevor Elisa nicht ausgeschaltet ist. Und ich werde sie erledigen. Ja, da müssen wir halt leider jetzt was machen. Und somit ist ja eigentlich der große Plan schon gescheitert und wir können nach Hause gehen. Weil das wollte er ja unbedingt. Oh, sind wir jetzt hier noch nicht effektiv? Ah doch, wir sind effektiv. Wunderbar. Sie aber auch. Ja, ich hoffe mal, das Überleben war. Fehlgeschlagen, sehr schön. Danach heile ich mich einmal. So, Heilung, Max-Elixier. So, Chroma kennen wir natürlich auch noch nicht. Legendär, da bin ich echt mal gespannt, ob die dann irgendwie sehr stark sind. Könnte natürlich sein, dass die nochmal von den Werten ein bisschen höher sind oder sowas. Als die alten Ultimativen sozusagen. Jetzt könnte es eng werden. Ah, gut, Glück gehabt. Gritte, sehr schön. So, dann holen wir uns nochmal so einen Max-Trank da rein. Wunderschön. Und das sollte es gewesen sein. Normalerweise. Hoffe ich, denke ich. Hallo. Der Lebenspool ist schon leicht unfair, dass die nur ein-, zweimal reinschlagen müssen. Mein ganzer Lebenspool ist unten und die können da ewig rumstehen. Naja, egal. Wir haben ja auch normalerweise 6 nächste Mal am Start. So, Grunda ist aufgestiegen. So, lebt sie noch? Dann ist der Plan ja eigentlich des großen Meisters gescheitert, weil irgendwas hat er ja mit ihr hier vor. Also sie vernichten halt. So, da chillen sie alle wieder. Das hat ja lange genug gedauert. Habt ihr denn keine Ahnung, warum Chroma euch 2-mal angegriffen hat? Das könnte der Schlüssel zum gesamten Geheimnis der Abgrund-Tyranten sein. Das überrascht mich nicht. In der Geschichte standen Magier schon oft in entscheidenden Wendepunkten der Geschichte. Das stimmt. Wenn man darüber nachdenkt, waren Omikrons Untergang und der Niederlage von vor allem dank unserer Leute möglich. Und der Meister der Abgrund-Tyranten weiß das offenbar nur zu gut. Wie dem auch sei, es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen von arkaner Abstammung wie Hilda und ich ein vorzeitiges Ende finden. Willst du damit sagen, dass die Zauberer systematisch beseitigt werden? Ist das nicht vielleicht Ziegler? Er hegt einen Groll gegen euch beide. Das mag sein, wir werden es früher oder später herausfinden. Stimmt, Ziegler, da stand ja auch irgendwie legendäres Dunkelheitsmonster mit irgendwelchen merkwürdigen Absichten, was weiß ich.
Also wurde schon ein bisschen was drüber verklickert. So, und jetzt bin ich natürlich an dem Punkt, dass ich eigentlich nicht mehr groß weiterkomme, ne? Jetzt kann ich nichts machen. Jetzt, die letzte Kombination fehlt mir, um weiterzukommen. Ich weiß nicht, ob jetzt was passiert, wenn ich in das Zwischenlager zurückgehe. Ich glaube, 4 oder 5 Monster habe ich jetzt besiegt. Storytechnisch scheint nichts zu passieren. Ich gehe mal ins Zwischenlager zurück. Ansonsten würde ich fast schon über Port versuchen, in die Stadt zurückzukehren. Ich kenne den richtigen Weg gar nicht mehr. Es dauert ja ewig durch die Höhle durch und so weiter. So, also über Port, dann wieder hinfliegen, Waisenhaus, dann wieder hinfliegen und so weiter. Scheint mir jetzt der fast schon kürzeste Weg. Wenn jetzt hier nichts passiert. So, wovon ich mal ausgehe, also dann hätten sie ja wahrscheinlich schon was gesagt, oder? Wobei, hier draußen vielleicht. Vielleicht sagen sie jetzt, jo, jetzt machen wir es so und so. Gut, steht nur noch eine Dame da. Jo, Eli, so, hilf mir mal. Wie ist das letzte Kennwort? Ja. Ja, welches Muster wird er wählen, um sich zu verstecken? So, das ist dann halt praktisch der Gimmick, dass man das Muster noch rausfindet. Okay, krass. Dann haben wir irgendwo Steine übersehen, ziemlich sicher. So, dann machen wir es so, ab ans Waisenhaus. Und wie gesagt, wir können hier noch in das Labyrinth da am Wald. So, dann fliegen wir wieder rüber. Labyrinth am Wald war... Oh, wo war das nochmal? Wir werden es schon finden irgendwie. So, und natürlich auch die Früchte und so. Das haben wir wahrscheinlich auch nicht immer gemacht, um diese Köder-Sache da freizuschalten. Da müsste ich fast durch alle Gebiete mal wieder durchlatschen. So. Jo. Das. Oh, Moment mal. Liegt da nicht was rum? Da liegt doch was rum, oder? Habe ich gerade gesehen an der Brücke. Kann ich wieder zurückreisen? Jo. Da hat ja was geglitzert. Was glitzert denn da unten? Oh, super. Okay. Ne, Pflanzen-Nexo-Trap. Wunderbar. Und ich dachte schon, das wäre jetzt ein kosmisches Amulett oder so. Gut, was auch sein könnte, dass man eine gewisse Zahl an Nexemon hier finden muss, bekämpfen muss, dass dann irgendwas erscheint, dass irgendjemand sagt, ey, hier, ich habe da noch ein Kennwort für dich oder so. So, Scherben, wie gesagt, haben wir, glaube ich, mittlerweile echt viele. Das ist auf jeden Fall schon mal nice. Da komme ich da nicht mehr in Bredouille und habe auch schon viele gute gebaut. So, jetzt sind wir wieder in der Stadt. Wie gesagt, hier unten waren ja, glaube ich, die Köche, oder? Hier war die Köche-Quest. Und da oben jetzt war irgendwie... Ah, da kam ich gar nicht weiter. Ne, eins oben drüber war das. Und jetzt müssen wir halt drauf achten, wenn wir irgendwann mal irgendwo so Steine sehen. Das könnte jetzt wichtig werden. Oder vielleicht auch in den anfänglichen Gebieten, wo wir rumgerannt sind. Vielleicht muss ich das auch auf Kamera mal machen. Keine Ahnung. Mal rumrennen, mal gucken, wo ich was übersehen habe oder so. So, hier scheint jetzt der Kochkram zu sein. Genau, hier unten zum Beispiel. Was war da nochmal? Sind schon gepflückt worden. Hier war nix. Ist natürlich interessant. So, und hier oben ging es, glaube ich, in das Labor, in das Labyrinth, genau. So, hier sollten wir auch noch jemanden mit einer Frucht finden und so. Wir sollen nur mit Vorräten rein. Jo, gut, okay. Okay, es wird sehr kleines Fenster, wo wir was sehen. So, aber ein bisschen konzentriert gucken, was abgeht. So, Gott sei Dank habe ich ja die Kämpfe ausgeschaltet. Übers Abwehrspray. So, da unten war auf jeden Fall noch ein Weg, ein weiterer. Boah, ist schon gemein. Ah, du bist es bloß, Montix. Ich dachte, du bist ein Nexomon. Ich wusste, dass mich irgendjemand hier finden würde. Ich konnte keine Hinweise auf einen Tyranten finden, aber ich bin über das hier gestolpert. Nimm es. Eine Gold-Nexo-Trap. Hatten wir davon eigentlich? Doch, da habe ich noch welche, oder? So, sonst ist hier nichts. Also wieder zurück. Das Waldlabyrinth, wie ich es so schön genannt habe. So, hier unten rechts war, glaube ich, auch noch ein weiterer Weg. Genau, da ist ja nichts. Also der Stein hier. Großmeister, bist du gekommen, uns zu retten? Ja, wir sind den ganzen Weg hierher gekommen für dich. Ich kann euch nicht genug danken, bitte nehmt das. Ein Gierkern, einen weiteren. Auch sehr gut. So, wunderbar. Weiter geht's. Sonst wird hier wohl auch nichts mehr sein.
auch in Ordnung. Das heißt für uns, diesen Weg hier zurückzugehen, das heißt, dass wir diese Route praktisch abgeschlossen haben, welche auch immer das war die direkt links oder so, ne? Wir sind von hier unten gekommen, genau, die direkt links ist abgeschlossen. Jetzt gibt es noch eine, die hochführt, gucken wir mal, was da los ist. Die ist doch neu, oder? Ja, doch, die ist neu. So, auch hier können wir durch. So, da ist, da ist unser, sehr schön, unsere Blume ist hier. Uff, ich beschloss, das Labyrinth zu erkunden, verirrte mich später, Retter, wie auch immer, nur um dich selbst zu verwirren. Vielen Dank, Montix, ich schulde dir etwas. Ich habe übrigens eine sehr seltsame Frucht gefunden, ich habe sie auf dem Festland noch nie wachsen gesehen, aber vielleicht kannst du sie ja gebrauchen. Wie viel haben wir jetzt? 5, 6, keine Ahnung. Ich brauche eine Meldung. Wir brauchen noch welche, ne? Sonst hätte er was gesagt. Ich guck mal gerade ins Inventar. Ich glaube, 5 haben wir. Das ist auch bitter. Das heißt, eine fehlt noch. Ja, 5 haben wir. Wir haben noch den Schlüssel. Den habe ich ganz vergessen. Da war ja auch noch was zu machen. Da war, glaube ich, auch noch so ein Nexomon. So ein Abgrund-Tyrant. Okay. Habe ich vergessen. Sorry. Muss ich auch wieder finden irgendwie. So. Aber hier ist bestimmt noch ein Geheimnis zu finden, oder? Davon kann man ausgehen. Also hier ist noch so ein kosmisches Amulett, würde ich sagen, oder? So, hier oben waren wir noch nicht. Hier links geht es jetzt wahrscheinlich auch weiter. Oder hier hoch. Auch gut. Kosmisches Amulett, gib es mir. Oh, ich habe mich nicht verirrt. Einige Köche haben mich nach einer sehr seltenen Zutat gefragt, die auf dem Berg wächst. Ich frage mich, ob es was davon in diesem Labyrinth gibt. Sie glauben, dass man mit dieser Frucht... Okay. Also gibt es hier auch diese Frucht wieder. Also noch eine. Das wäre natürlich geil. Wenn ich gar keine übersehen hätte. Sondern die jetzt irgendwo hier einfach nur zu pflücken ist. Ah, hier ist bestimmt auch interessant, die Kämpfe zu machen. Ist bestimmt auch was Interessantes dabei. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Ging jetzt doch ein bisschen flott. Gut, hier geht es noch nach rechts. Hier dann wieder hoch. Und da ist nichts. Traumhaft. Ja, ich dachte schon, das wäre so ein Busch. Und hier komme ich zurück auf die normale Route, oder? Oder? Jetzt habe ich mich tatsächlich ein bisschen verlaufen. Ich renne einfach mal wie wild rum. Das bringt immer was in dem Labyrinth. Wie wild rumrennen. Ja, doch. Jetzt bin ich hier in so einem Viereck. Okay, also hier links, rechts. Ging es hier runter noch oder komme ich da wieder zurück? Ne, da komme ich sogar zurück. Da ist auch nichts. Gehen wir jetzt mal den Weg so ab. Gehen so die Kanten ab sozusagen. Hast du eine Frucht für mich? Nein. Ja, der uralte Schlüssel. Hätte ich fast vergessen. Den Weg, da den wir auch noch gehen müssen. Da muss ich das Tor wieder suchen. Habt ihr ja gesehen, vor 3 Folgen oder sowas. War auch, glaube ich, auf dem Weg zu der Höhle und so einen Weg vorne dran. Ah, wäre ich zurückgelaufen, statt zu porten, hätte ich es wahrscheinlich gesehen. Oh, ich glaube, ich habe es gefunden. Da war ein Loch im Boden, es führte zu einer Höhle und ich schwöre, ich konnte einen Tyranten dort drin brüllen hören. Das ist zu viel für mich, ich muss dem Lager Bericht erstatten. Echt, noch einer? Hä? Was für eine Höhle? Ach so, der meint oben Brakkus oder was? Wahrscheinlich, oder? So, hier waren wir anscheinend noch nicht oder bin ich vorbeigelaufen oder wie auch immer. Ne, doch, da war ich auch schon. Hier oben haben wir ja den Typen befreit. Oder? Oder vielleicht auch nicht. Na, okay. Na, das ist tatsächlich eine Höhle. Ach, krass. Hätte ich jetzt nicht vermutet. Okay, noch ein Tyrant. Jetzt geht's hier richtig ab. Das muss ein Tyrant gewesen sein, da bin ich mir sicher. Aber das hier ist ziemlich seltsam. Was ist denn los? Wozu soll man sich verstecken? Man sollte meinen, dass die Abgrund-Tyranten zurückgebracht wurden, um etwas zu erreichen. Nach dem, was ich gesehen habe, waren die meisten von ihnen eher ruhig.
Wir brauchen Antworten. Eine Mineralpfeife. Sehr schön, das sind hier die ganzen Mineral-Nexomon. Brettern wir weiter. Mal gucken, ob wir jetzt direkt Antworten bekommen. Jo, scheint so. Nächster Boss. Der Dino, der Feuerdino. Mineralfeuerdino, da ist er. Ja, geht immer schnell mit den Bossen. Dauert keine 3 Sekunden, da hat man da einen neuen Boss. Sag uns, Bestie, du Bestie, was ist dein Ziel? Qua. Warum bist du zusammen mit deinen Brüdern hierher gekommen? Gra. Die meisten Tyranten, die wir getroffen haben, konnten sprechen. Ist dieser hier? Gra. Okay. Wir sind nicht durch das ganze Labyrinth umsonst. Gra! Na schön, die Jagd ist eröffnet. Gra! Ist das bescheuert? Ah, es sind Feuernexemon, okay. So, Helo-Volk. Ja, den kriegen wir auch dauernd, kein Problem. Wird wahrscheinlich storytechnisch auch wieder nichts aufschlüsseln in irgendeiner Form. Da haben wir, wie gesagt, oben noch das eine Tor da, wo wir diesen uralten Schlüssel benutzen können. Und dann müssen wir irgendwo noch eine Frucht herbesorgen. Das könnte hier im Labyrinth sein oder irgendwo habe ich eine übersehen. Auch das ist sehr gut möglich. Auch wenn die jetzt hier von Labyrinth gesprochen haben, vielleicht war das nur ein Hinweis, dass man generell, weil hier vorne dran ja eigentlich diese Pflanze war und so auf die Tour, die darfst du nicht übersehen. Und dann sagt der Typ, ja, die Pflanze ist schon gepflückt worden und der Wächter ist hier drin und den findest du dort. So kann man es natürlich auch interpretieren. Mein Lebenspool ist zu gering. So, jetzt ziehe ich es aber durch. Sehr schön und werde belohnt. Ein Träumchen. Vielleicht kriege ich noch den Angriff durch. Sehr schön. Sieht gut aus. Ah, das war's noch nicht. Mal gucken, ob ich den Angriff durchkriege. Nein! Vatos darf nur mal finishen. Alles klar. In die ewige Dunkelheit mit dir. Oh, effektiv. Das ist nicht so gut. So, wunderbar. Oh, Vatos ist auch mal aufgestiegen. Glaube ich. Kommt jetzt storytechnisch irgendwas? Das war unproduktiv. Wir hatten einfach Pech, dass wir uns den einzigen Tyranten ausgesucht haben, der nicht sprechen kann. Das stimmt, zumindest haben wir damit ihre Kräfte geschwächt. Montix, sollen wir zum Eingang des Labyrinths zurückkehren? Jo, können wir machen. Ja, lass uns keine Zeit verschwenden. Ich merke mir das Labyrinth trotzdem mal vor. Können wir natürlich nochmal angehen. Kann ich mich irgendwo hier noch heilen oder so? Du? Hier gibt es nicht mehr viel zu tun und so. Warum ist jetzt eigentlich der Ausschnitt so klein? Der war doch vorher nicht so klein. Gib mir nochmal mein normales Bild. Hallo. Okay, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, speichere ich hier ab. Und dann machen wir im nächsten Part oder in der Hauptstadt, also in der normalen Stadt, speichere ich dann ab. Und dann machen wir im nächsten Part hier an der Stelle weiter. Ich heile noch gerade die Nexomon. Und dann werde ich mich mal neu orientieren oder werde halt wieder dieses Tor da suchen, wo wir den Schlüssel benutzen konnten. Das wäre jetzt noch so ein Ansatz. Und halt Pflanze suchen. Wir brauchen die eine blöde Pflanze noch. Ist sehr, sehr gut möglich, dass die hier irgendwo links ist, wo wir eigentlich schon mal vorbeigerannt sind und es damals vielleicht nicht besser wussten oder sowas. Das ist durchaus möglich. Ich gucke nur mal gerade, interessiert mich einfach, ob wir da was haben oder nicht. Ob mir das gerade so in den Schoß fällt. Sieht aber nicht danach aus. Ja, hier sind wir ja am Anfang durchgebrettert. Ob ich irgendwas noch übersehen habe oder sowas. Und natürlich auch die Steinsäulen, die ich hier rein theoretisch übersehen haben könnte. Und nicht wusste, was ich damit anzufangen habe. So, hier die Höhle, da waren wir ja drin. Da war ja nur das Eisrätsel, da sind wir zu dem Eis-Nexomon gekommen. Bin ich hier schon mal entlang gegangen? Ja, doch. Oder? Nee, da ist so ein Pflanzending, oder? Ah, sehr schön, jetzt haben wir alle. Sehr geil. Ja. Okay, dann machen wir im nächsten Part Koch. War ich hier in der Region schon mal? Oder ich habe einfach den Baum als nicht so krass wahrgenommen. Ne, ich war auch hier generell noch nicht, oder? Weil hier ist auch noch Zeug, Schutzkern und Gespräche und so weiter.
Ja, da merke ich mir das für den nächsten Part vor. Wir werden hier mit den Leuten quatschen. Hier ging es ja auch irgendwie um die Boote, warum die da sind und was weiß ich. Ich bin wahrscheinlich hier unten in dem Gebiet noch nicht nach rechts dann gegangen, um dann weiter hierhin vorzudringen. Ja, dann werden wir uns hier die Gespräche reinziehen, weiter nach rechts durchlaufen. Vielleicht habe ich es auch gemacht, keine Ahnung. Vielleicht checke ich gerade gar nichts und bin sogar von dort gekommen gerade. Ist alles so relativ gleich. Ja, und dann machen wir an der Stelle weiter. Ich wünsche euch was und dann gehen wir, wie gesagt, zum Koch, zum Tor und dann schauen wir mal, was abgeht, ob wir noch was finden. Wenn nicht, werden Nexomon geklatscht und so weiter. Wird schon richtig cool. Ich freue mich drauf. Wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.